Bei Elgatos großem Launch-Event wurde einiges an spannender Hardware auf den Markt geworfen. Darunter mit der Facecam auch ihre allererste Webcam, die sich speziell an Streamer richtet. Was die so drauf hat, wie sie sich von anderen Webcams abhebt und wie sie sich im Vergleich zu gängigen Alternativen schlägt, das erfahrt ihr wie immer hier. Die Elgato Facecam kommt allein mit einem passenden 2 Meter langen USB-Kabel daher. Wobei wir hier schon direkt das erste angenehme Feature haben. Ein abnehmbares USB-Kabel. Der passende USB-C-Anschluss befindet sich auf der Rückseite der Kamera. Das Kabel selbst endet dabei auf dem herkömmlichen USB-A-Stecker. Rein vom ersten Eindruck wirkt die Cam angenehm unspektakulär. Im Vergleich mit den meisten gängigen Webcams ist sie aber durchaus etwas größer ausgefallen und trotzdem recht leicht. Die allgemeine Verarbeitung wirkt für eine Webcam überaus hochwertig, insbesondere durch den Einsatz von Glas direkt an der Front. Die Cam lässt sich über ihre Halterung wie üblich direkt auf eurem Monitor setzen. Die Bewegung ist allerdings leider etwas eingeschränkt. Auf der Halterung lässt sich die Kamera lediglich nach vorne bzw. hinten neigen. Zur Seite gibt es hier leider keine Möglichkeit. Dafür kann man sie immerhin drehen. Alternativ kann man die Facecam aber auch von ihrer Halterung trennen. Dann offenbart sich an der Unterseite ein 1/4 Zoll Gewinde, mit dem ihr sie an allen gängigen Stativen montieren könnt. Obligatorischerweise gibt es hier aber auch noch eine kleine blaue Status-LED. Was fehlt, ist aber ein mechanischer Verschluss an der Kamera selbst. Stattdessen müsst ihr die abnehmbare Kappe auf das Objektiv setzen, wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Kamera blind ist. Aber auch die inneren Werte können sich mehr als sehen lassen. Für die Aufnahme des Bildes sorgt der verbaute Sony Starvis Sensor. Der fällt eine Ecke größer aus als die Sensoren der meisten gängigen Webcams. In Kombination mit der lichtstarken Optik, bestehend aus einem achteiligen Linsensystem, fängt dieser auch in schwierigen Situationen so viel Licht wie möglich ein und kann so potenziell auch dann für ein rauscharmes Bild sorgen. Das probieren wir gleich in der Praxis aus. Ein wenig skeptisch macht mich allerdings noch der feste Fokus, aber auch dazu später mehr. Ebenso relevant für ein rauscharmes Bild sind die relativ großen Pixel auf dem Sensor. Daher hat man sich dazu entschieden, auflösungstechnisch auf Full HD, also 1080p zu setzen und das bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Für maximale Qualität wird das Bild roh von der Kamera geliefert. Das heißt, es findet vorab in der Kamera keine Komprimierung oder ähnliches statt, was die Bildqualität beeinträchtigen könnte. Als Konsequenz benötigt die Kamera allerdings eine USB-3-Verbindung, um diese Datenmengen zu bewältigen. Worauf man hier dafür komplett verzichtet hat und was aus meiner Sicht absolut nicht schade ist, ist ein integriertes Mikrofon. Heißt, ihr müsst auf eine dedizierte Lösung setzen. Kommen wir damit zur Praxis. Was ihr ab jetzt sehen könnt, ist das unbearbeitete Bild der Elgato Facecam in meinem Standard-Setup, in dem ich 1 Meter von der Cam entfernt sitze, allein beleuchtet durch ein Keylight. In dieser gut ausgeleuchteten Szene kommen vor allem die sehr natürlichen Farben zur Geltung, besonders was den Hautton angeht. Aber auch ansonsten finde ich das Bild wirklich anständig, vielleicht etwas weich, denn selbst für 1080p ginge hier noch etwas mehr. Die meisten Webcams haben aber ähnliche Probleme, sprich das hier ist die typische Schärfe, die ihr von einer Webcam erwarten könnt, zumindest im Full-HD-Bereich. Ansonsten macht auch der Dynamikumfang einen durchaus guten Eindruck, wobei die Lampen im Hintergrund leicht ausgebrannt sind. Das ist allerdings relativ normal und für eine Webcam trotzdem noch durchaus überdurchschnittlich. Wie bereits erwähnt, setzt diese Kamera auf einen festen Fokus. Das bedeutet, hier ist kein Autofokus am Werk, der zum Beispiel anfangen könnte zu pumpen. Auf der anderen Seite stellt die Kamera aber auch nicht scharf, wenn ihr zum Beispiel besonders nah rangeht. Stattdessen ist grob alles scharf, was ca. 30 cm bis 1,20 m von der Kamera entfernt ist. Gut ausgeleuchtete Szenen wie diese hier sind für die wenigsten Webcams ein Problem. Trotzdem tut sich die Facecam auch hier durch sehr geringes Grundrauschen hervor. Denn das ist bei den meisten Webcams deutlich mehr sichtbar. Trotzdem schauen wir mal, wie das Ganze jetzt aussieht, wenn ich die Situation etwas erschwere. Ich deaktiviere nämlich jetzt einfach mal mein Keylight. Und wie man sehen kann, die Cam kompensiert etwas, ich habe jetzt zugegebenermaßen ein sehr blaues Bild durch die Hintergrundbeleuchtung, aber das Rauschen sieht immer noch okay aus. Schauen wir aber mal, was passiert, wenn ich meine Hintergrundbeleuchtung auch noch deaktiviere. Und ab jetzt bin ich nur noch beleuchtet durch meinen Bildschirm, also quasi passiv. Jetzt kommt natürlich das gesamte Rauschen zum Vorschein, was diese Cam zu bieten hat, insgesamt ein sehr weiches Bild und auch die Framerate geht dabei natürlich in den Keller. Aber die Farben sind immer noch überraschend gut. Machen wir aber noch einen kleinen Vergleich zu anderen typischen Kameralösungen, zunächst out of the box und dann mit leichter manueller Bearbeitung. Als erstes könnt ihr die Qualität einer generischen 50€ Webcam sehen. Die performt dafür erstaunlich gut, sowohl was die Farben als auch das Bildrauschen angeht, zumindest solange die Beleuchtung stimmt. Das einzige, was bei dieser Cam relativ problematisch ist, ist der Autofokus, der gelegentlich mal anfangen kann zu pumpen und euch nicht immer zuverlässig findet.
Was ihr ab jetzt sehen könnt, ist die Logitech C922 Pro, eine recht beliebte Webcam für um die 100 Euro. Die Bildqualität ist gerade bei guter Ausleuchtung wirklich anständig, mit leichtem typischem Rauschen. Auf der anderen Seite gibt es hier gerade ein Problem mit dem Weißabgleich. Wie ihr sehen könnt, sind die Farben etwas daneben. Schauen wir mal, wie das gleich mit den manuellen Einstellungen aussieht. Ab jetzt könnt ihr wieder die Elgato Facecam sehen. Die kostet rund 200 Euro und liefert meiner Meinung nach die besten Farben. Als letzte Alternative und zugegebenermaßen eher unfairen Vergleich habe ich hier noch eine Systemkamera mit Wechselobjektiv. Das ist quasi das Nonplusultra und spielt preislich in einer ganz anderen Liga. Den Einstieg kann man hier bei rund 600 bis 800 Euro machen. Schauen wir uns aber die ersten drei Webcams nochmal mit leichter Bearbeitung an. Ab jetzt könnt ihr nochmal die generische 50 Euro Webcam mit leichter manueller Bearbeitung sehen. Jetzt seht ihr nochmal die Logitech C922 Pro, ebenfalls mit manuellen Einstellungen. Und gerade hier hat sich einiges getan. Und zum Abschluss auch nochmal die Elgato Facecam mit manuellen Einstellungen. Welche davon gefällt euch am besten? Kommen wir damit zur Software. In der habt ihr sämtliche Einstellungen der Kamera im Griff. Gehen wir die einfach mal der Reihe nach von unten nach oben durch. Zunächst könnt ihr hier unten die Auflösung und Bildfrequenz einstellen, bis hoch zu 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Unter Bildverbesserung könnt ihr den Flimmerfilter einstellen, abhängig von eurem Stromnetz, in Deutschland 50 Hz, insofern muss man hier nichts umstellen. Rauschunterdrückung soll das Bildrauschen vermindern, das funktioniert aber einfach dadurch, dass das Bild etwas weicher gemacht wird, man merkt hier direkt diesen Weichzeichnerfilter, wenn ich das aktiviere. Weißabgleich ist einfach der automatische Weißabgleich, den man auch manuell vornehmen kann. Macht Sinn, wenn ihr einen konsistenten Look haben wollt, der nicht Gefahr läuft, mal automatisch verstellt zu werden oder wenn der automatisch gewählte Wert, wegen eurer Beleuchtung zum Beispiel, nicht unbedingt hingehauen hat. Ich lasse das in diesem Fall aber auf automatisch, da das ganz gut funktioniert hat. Direkt darüber gibt es die Belichtung. Die ist standardmäßig auf automatisch und lässt sich abhängig von den automatisch ermittelten Werten auch kompensieren. Das heißt, ich kann das Ganze heller oder dunkler machen, aber eben auf Basis der gemessenen automatischen Werte. Außerdem kann ich auch die Messmethode angeben. Entweder mittenbetont, also die Bildmitte, in der ihr üblicherweise sitzt, oder als Querschnitt über das gesamte Bild berechnet. Außerdem könnt ihr das Ganze auch manuell einstellen. In dem Fall könnt ihr Verschlusszeit und ISO-Wert einstellen. Verschlusszeit sagt einfach nur, wie lange ein einzelnes Bild belichtet werden soll. Je kürzer, desto dunkler, je länger, desto heller. Allerdings auch mit Einfluss auf das Bild selbst. In meinem Fall, wenn ich kürzere Werte wähle, wird auch das Flackern meiner LEDs verstärkt. Auf der anderen Seite, wenn man unter ungefähr 1/64 geht, wird das Ganze immer so lange belichtet, dass das verschmiert, also sprich hier haben wir keine flüssigen Bewegungen mehr, sondern ein einfach verschmiertes Bild. Insofern haben wir als Alternative noch den ISO-Wert, das ist die digitale Bildverstärkung. Wenn man den hochdreht, wird das Bild zwar heller, aber fügt auch ein Rauschen hinzu. Wenn ich das jetzt zum Beispiel mal etwas extremer mache, sieht man, dass wenn man hier so bei 600 und aufwärts ist, ein sehr sichtbares Rauschen hat. Insofern würde ich dafür sorgen, dass man nach Möglichkeit eine optimale Beleuchtung hat, damit der ISO-Wert in der Praxis so gering wie möglich sein kann. Direkt darüber habt ihr die Bildeinstellungen. In denen habt ihr Kontrolle über Kontrast, Sättigung und Schärfe und könnt das im Prinzip nach Geschmack einstellen. Ich bin bei mir mit den Standardeinstellungen durchaus zufrieden. Einzig mit der Schärfe würde ich etwas aufpassen. Alles unter plus 2 sieht einfach nur verwaschen aus, alles über plus 2 ist künstlich verschärft und auch nicht wirklich zu gebrauchen. Ansonsten gibt es hier noch die Zoom-Funktion, das ist einfach nur ein digitaler Zoom. Und naja, hier rächt sich ein bisschen, dass die Cam nur eine 1080p Auflösung hat, denn wenn man weiter reinzoomt, hat man schnell ein unscharfes und letzten Endes auch verrauschtes Bild. Insofern nach Möglichkeit die Cam einfach so gut es geht positionieren. Zu guter Letzt gibt es noch zwei Dinge. Und zwar könnt ihr zum einen die Status-LED einstellen, sprich ob sie immer aus, immer an oder nur beim Streamen an ist. Wobei das hier etwas missverständlich ist. Gemeint ist, sobald die Cam aktiv ist. Ansonsten könnt ihr dann noch den Speichern-Knopf betätigen, der sämtliche hier vorgenommenen Einstellungen direkt auf der Cam selbst speichert. Sprich, die sind unabhängig von der Software. Die Cam würde dann auch an einem anderen Rechner ohne die Software mit gleichen Einstellungen funktionieren. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Vorteil, denn viele andere Webcams verlieren ihre Einstellung bereits nach einem einfachen Neustart. Insofern ein mehr als praktisches Feature. Kommen wir damit zum Fazit. Elgato hat mit der Facecam, ohne zu übertreiben, die wohl beste Webcam für Streamer herausgebracht. Durch die dezidierten Einstellmöglichkeiten bekommt man hier die beste Qualität, die man für rund 200 Euro in einer Webcam bekommen kann. Ein echtes Upgrade ist aus meiner Sicht erst ein Kamerasystem mit lichtstarker Optik. Dabei legt man aber im Vergleich zu Elgatos Einstieg gerne mal das Dreifache hin. Was haltet ihr von der Elgato Facecam? Können euch Bildqualität und Features überzeugen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.